Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier begrüßen, hier wieder mal zu einem weiteren Update von hier dem Fendpharma 300er Pack, den ich euch schon mal gezeigt habe. Ja, von Hansi Gaming steht mal geschrieben hier in den Kredits das Ganze. Ja, was hat er gemacht? Er hat hier die ein Abgas erhöht, weil letztes Mal war ja kein Abgas zu sehen. Also irgendwas mit Beleuchtung hat er gemacht, Zapfwelle hat er korrigiert mit der Kupplung. Dann hat er also die Konsole, was er verbaut hatte, durch also Standardkonsole ersetzt von Hauer. Und ja, den Kugelkopfbefestigung hat er etwas erhöht. Ja, ich bin mal gespannt, das Ganze her. Also die Front- und Tech-Elektronics, das habe ich schon mal kontrolliert. Und vorne hier den Attacher habe ich auch schon mir angeschaut, ja, ob der passt, das andere noch nicht, aber ich denke mal, wir schauen uns das gemeinsam an, natürlich, das Ganze. Ja, das gute Stück kostet, wie da steht, hier 50.000 Euro in Anschaffung. Miete sind wir hier bei 2.550 Euro. Wir haben eine Leistung von 75 PS, entsprechend hier 55 kW. Manuelle Schaltung haben wir hier. Und 210 Liter Tank, 50 km auf der Straße, 3,9 Tonnen und den Reifen drauf von Trelleborg, den TM700. Jetzt haben wir hier den Fendpharma 700E, steht mal hier geschrieben, hier oben in der Liste von der Motorisierung. Dann gibt es hier den 700C, wie wir sehen, das Ganze hier mit also anderen Luftfilter, andere Auspuffanlage, gehen wir so zurück. Hier, also nach das ältere hier, mal was Neueres das Ganze. Dann gibt es hier natürlich den 308E, ja, mit 86 PS und 63 kW. Dann natürlich gibt es das Ganze als C genauso. Dann haben wir hier den 309E mit 95 PS, entsprechend 70 kW. Da gibt es das Ganze natürlich als C-Variante genauso. Dann gibt es das Ganze noch mit Chip-Tuning mit 115 PS. Hier den E natürlich mit 85 kW und das Ganze natürlich als C genauso. Wir können hier natürlich, es muss jemand mal schauen, er hat das hier nur im Design stehen, dann müsste glaube ich das hier sein. Edelstahl-Auspuff, das haben wir hier nur auf E. Das sieht dann nachher so her aus. Den originalen und natürlich wieder Edelstahl. Dann haben wir hier also mit Kotflügel, ohne Kotflügel das Ganze. Dann Rundumleuchte, wie wir hier sehen, gibt es also nur die linke Seite, es gibt nur eine, also zwei kannst du leider nicht aussuchen. Dann hier gibt es vorne mit Frontlader, wie wir sehen, mit Zapfwelle, das werden wir nachher also dann noch testen hier, also mit den Attacher natürlich. Dann haben wir hier noch also von Stoll Frontladerkonsole, so her. Das sieht dann so aus. Dann haben wir natürlich hier einen Hauer. Dann hier Aloe. Oder ohne natürlich. Dann gibt es das Ganze hier auf alle Fälle noch mit Farbwahl. Dann hier also das Oldgrün. Dann hier das Petriol. Natürlich. Dann natürlich als schwarzen Design. Dann hier für die Kommunal das Ganze. Also Farbwahl der Felgen. Hier gibt es hier Weiß und Grau. Dann sind wir hier noch natürlich noch bei Rot, wie wir sehen. Das Ganze noch in Blau oder natürlich in Gelb. Das Ganze, finde ich, sieht ganz cool natürlich auch aus. Wir sind jetzt hier mit, also Motorisierung bei Tuning. Wir wollen hier einen noch kaufen für uns einen Test natürlich. Also es gibt hier noch den Reifenhersteller Nokian für unsere Kommunalbereifung, wenn wir natürlich, also den für die Kommunal natürlich einsetzen möchten. Dann gibt es hier natürlich hier die Standardbereifung hier von Trelleborg, hier den 480/70 R34. Dann, ja, ich weiß nicht, warum das dann da steht, weil es steht eigentlich nur eine Konfiguration hier da. Entweder ist es vorne oder hinten. Also sagen wir einfach, hier ist ein Breitreifen. Dann hier Zwillingspflegebereifung haben wir hinten. Dann hier natürlich haben wir noch breitere Reifen. Dann hier Zwillingspflegebereifung noch hinten dabei. Dann natürlich hier für die Gemüsebauern oder zum Spritzen, je nachdem, was wir natürlich machen. Unsere Pflegebereifung und dann von Anfang an. Ja, wir gehen her, machen ein bisschen breiter.
so her. Und ja, weil den schwarzen habe ich noch nicht gekauft, das gefällt mir sogar ganz gut. Weiße sieht auch ganz cool natürlich auch aus. Dann nehmen wir hier das gute Stück hierher. Also mit dem Abgas, das sieht schon echt hammermäßig aus. Hier sehen wir das Ganze einmal mit also Verschmutzung und natürlich mit der ganzen Abnutzung mit dem Verschleiß dabei. Da gibt es leider hier nicht viel, wie man sieht. Dann hier natürlich das Ganze als Kommunal. Pflegebereifung in Blau, in Rot, das Ganze natürlich hier. Dann sehen wir hier natürlich die verschiedenen Arten an Auspuffanlagen, was wir hier da haben. So. Laufen wir mal nach hinten. Also mit dem Abgas, das ist jetzt, ja, sagen wir mal so, wenn er jetzt kalt ist und er spritzt da ein bisschen mehr ein, dann sieht das ungefähr so her aus. Ja, ist ein bisschen heftig geworden. Jetzt wollen wir mal ein bisschen losfährt, so vorsichtig, ja. Habe ich gesehen gehabt davor, also es wird schon weniger auch. Jetzt nehmen wir Fettgas. Ja, vielleicht hat der andere, wo ich geschaut hatte, vielleicht weniger Motorleistung. Jetzt ist es schon weniger geworden. Oder ist der Blickwinkel? Ja, ist der Blickwinkel, ist es. So. Jetzt bin ich hier noch nicht richtig, aber finde ich cool, dass er jetzt da mal anständig Hosen tut. War sicherlich auch nicht einfach, also das so einzustellen. Ich habe das mir auch mal gemacht gehabt. 17er oder war das? Ja, ich glaube, das war 17er. Da habe ich auch lange rumprobiert und rumgesucht, da haben wir die Zahlen gespielt. Ja, das ist nicht einfach. Ja, wie gesagt, also leider hat er kein Simple IC oder sowas dabei, wie man sehen. Oder Interface Control. So sind wir jetzt hier. Also Kugelkopf sieht sehr gut aus, muss man wirklich sagen. Super Arbeit, hat er gut gemacht. Zapfwelle hier genauso. Könnt ihr euch vielleicht erinnern, da hat es irgendwie die Zapfwelle so reingedreht. Da war die Position nicht gepasst gehabt bei der letzten V natürlich. So, mal ein bisschen vorziehen. Da sind wir hier. Passt wirklich super. Habe ich auch mit der Pflegebereifung auch ausprobiert. Können nachher nochmal beim anderen Schlepper natürlich schauen. Wegen den Abgas, dass sie das dann natürlich auch sieht. Nehmen wir mal hier auch unsere Sido-Testfahrt natürlich. So, vorne sehen wir hier, passt ganz gut. So. Jetzt gehen wir erstmal zum anderen natürlich nochmal rüber und schauen uns das da mal an mit zwecks verschiedener Auspuffanlagen auch noch. So, das ist der 308er. Nur hier. Ich glaube, das lag vielleicht bei mir nur am Blickwinkel, weil wenn ich den Winkel anders habe, dann sehe ich es nicht. Hier sehen wir es also schon. So, steigen wir mal den mal ein. Oh, das ist der getunte. Ja. Mit DTR-Schneidereifen. Ich glaube, da brauche ich nicht probieren. Also der Abgas ist gleich, wie man sieht. Bei denen ist er noch stärker, weil der ist ja kaputt. Der hat ja viel Schaden an. Da finde ich es hammermäßig geil, wie das ausschaut. Filter zu und so, verbrennt der Fetter natürlich, ja, also habt ihr sicherlich schon gesehen, wenn so ein alter Diesel mal Gas gibt hier, also auch ein PKW, da geht hinten der Rauch auf. Euro 0, sage ich nur. Ja, da habe ich auch ein cooles Video, das werde ich euch mal dann, muss mal schauen, ob ich das noch habe, zeigen. Fährt einer mit dem Traktor, schreit Euro 0. Ja, das ist voll lustig, ist das Ganze. Hier, dann nehmen wir mal hier den also KW, probieren wir mal aus. Danach machen wir natürlich unseren Lichttest. Das ist ja der getunte. Mal schauen, ob er das schafft oder auch nicht. So, schauen wir mal hier. Sehen wir auch wieder Kugelkopf. Passt ganz gut. Umleuchte.
schauen wir mal, ob er sich durchdreht, natürlich. Ich finde, das sieht er jedenfalls geil aus, wenn er so boost. Müssen wir aufpassen. Vielleicht kommt dann nachher die Grünen sagen, Leute, dass wir den Trecker nicht fahren. Fehlt noch, dass es im Spiel sowas geben tut. Ja, Hupe jedenfalls funktioniert. Wir machen jetzt gleich hier unser Lichttest. Danach schauen wir uns die Logdatei an. Ich sag nur eines, also eine Logdatei ist ein kleiner, selbst eingebauter Fehler auch noch drin. Jetzt gehen wir hier mal in die Nachtschicht rein. So. So, einmal F schalten. Sieht schon mal ganz gut aus, wie wir sehen. Bremslicht. Rückfahrlicht hat er keins. Hinten ist das Ganze hier mit Numbit 6. Ist ganz gut gemacht, soweit das. Vorne ist ein Numbit 5. Zweite Mal F. Dritte, vierte. Jetzt gehen wir einmal die Handblinker. Sieht ganz gut aus. Dann hier, sind wir hier, linke Seite, rechte Seite. Jetzt gehen wir hier innen natürlich rein, Warnblinkanlage. Jetzt sehen wir hier, der Knopf, der ist beleuchtet. Linke Seite, rechte Seite. So, jetzt haben wir nur einmal. Den schalten wir mal aus. Das sieht auch aus. Dann sehen wir hier die Kontrolllampen. Einmal F geschalten. Zweite Mal, dritte, vierte. Jetzt gehen wir mal her, schalten mal hinten mal ein. Schauen wir mal, wir haben jetzt hier also Kontrolllampen. Jetzt haben wir auch hier die Rundumleuchte, leuchtet auch. Dann sehen wir jetzt hier einmal das Arbeitslicht vorne eingeschalten. Arbeitslicht hinten eingeschalten. Da sehen wir hier, geht hier eine Kontrolllampe für alles an, glaube ich. Aber das ist nicht schlimm. So. Jetzt gehen wir hier in unsere Tagesschicht wieder über. Also Hebel für, also Frontlader ist hier leider nicht animiert, habe ich festgestellt. Jetzt schauen wir noch hier Blinkerhebel. Ist noch nicht animiert, wie wir sehen. Vielleicht kommt das ja noch. Muss man überlegen, das ist alles hier so eine Arbeit. Man muss die Teile müssen einzeln sein, muss nicht, das darf nicht festmoliert sein. Sonst kann das nicht also animiert werden natürlich. Muss man auch noch berücksichtigen. Pedal hier ist animiert. Schauen wir mal, ob Schalten hier auch animiert ist oder nicht. Nein, bei den Modellen ist es leider nicht animiert, wie wir sehen. Ist aber, finde ich, nicht so schlimm. Jetzt kommen wir natürlich anschließend hier zu unserer Logdatei. Wir sehen hier auch Spiegel, hier sind Funktionen. Wir können aber noch hier uns einen kleinen Test machen. Fahren wir mal so grob mal her und schauen wir mal, wir natürlich also attachen können, mit die Spiegel hier fahren können. Sind wir jetzt mal hier mal so ran. Ob man natürlich hinterfahren, ob das hier funktioniert oder nicht. Ah, sehen wir hier, das funktioniert ganz gut. So, jetzt kommen wir natürlich hier zu uns. Logdatei, da sind wir jetzt hier. Wir haben hier Fanfarmer XML irgendwas wegen Attacher Joint Power Off haben wir hier Warning drin. Dann Output 2 Cam, also er hat hier, denke ich mal, versehentlich die Arbeitskamera drin lassen, hat sie nicht rausgelöscht, deswegen haben wir dieses Warning drin. Dann sagt er noch dazu, also wegen Attacher, das kann sein mit dem Frontlader mit was oder... Ich bin mir nicht sicher, also weil, wie gesagt, ich bin ja kein Modder, also wir haben hier dieses Warning drin, dass natürlich hier, wenn man sich den Job den anschaut und sowas, natürlich haben wir hier wahnsinnig viel den Fehler. Das finde ich ein bisschen schade, dass er diesen Fehler hier sich eingebaut hat natürlich. Dann also schreit natürlich hier das Spiel, da passt das nicht. Ja. Das war's das soweit das ja. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn ja, schaut's doch wieder rein. Würde mich persönlich freuen. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
euer Franz. Ciao, ciao.